Guten Tag, ihr Lieben. Seid ihr da? Oh, wir müssen das mal ein bisschen höher machen hier. Sag mal, wie geht das? Was denn? Müssen wir das mal ein bisschen höher machen hier? Bisschen höher? Habe ich ja Ja. eigentlich extra so eingestellt, Du dass du musst, ich voll muss im so weit Bild nach unten bist. gucken. Ich bin so richtig, oh, von oben herab so. Das ist nicht gut. Ach, so ist das schön. Hallo. So. Ich hatte nur den Daniel, der ist etwas kleiner als du. Ach so. Hä, wieso? Ach so, ich wollte sagen, hä, wann hast du mit dem Live-Video gemacht? Nein, ich habe den jetzt als Model genutzt. Als Model. Ja, damit ich das einstellen kann. Du warst ja Als beschäftigt. Modell. Als Schmodel. Als Model. Ja, guten Tag, ihr Lieben. Elias ist da. Alter, der haut hier auch direkt einen raus. Nicht mal Hallo, was ist los? Willkommen zum Live-Video nach der Mini-Sommerpause letzte Woche, wo hier niemand war, außer Daniel. Hört man mich gut? Das ist die erste Frage. Und ansonsten, Elias hat geschickt, habe eine solide Eigentumswohnung in Aussicht. Allerdings erfuhr ich jetzt, dass dieses Mehrfamilienhaus denkmalgeschützt ist und sich in einem Sanierungsgebiet befindet. Ich bin Einsteiger, sollte ich die Finger davon lassen? Nö, brauchst du nicht. Alles gut. Du musst nur gucken, also Denkmalschutz ist grundsätzlich erstmal nicht so mega wichtig, wenn du nicht sanierst. So. Ansonsten ist in der Regel sind die Sanierungskosten abgeschrieben und durch. Und ach, jetzt kommt er. Ach so, ach guck. Hab mich schon gewundert, so viel Zeit Was hat doch denn? keiner, so schnell kann doch keiner schreiben. Mit dem Sanierungsausgleichsbetrag, wo muss man sagen, wo ist das denn? Ist es in Leipzig oder wo ist das? Ich vergesse leider, woher du bist. Ich vergesse das immer. Elias, habe ich jetzt leider auch nicht mehr im Kopf. Kein Plan. Auf jeden Fall Sanierungsgebiet. Da habe ich auch, das habe ich schon tausendmal in 100.000 Videos erklärt. Da wird irgendwann früher oder später ein Sanierungsausgleichsbetrag fällig. Und da solltest du vorher gucken, wurde der schon geleistet? Wenn er nicht geleistet wurde, frag ihn bei der Stadt an, wie hoch er ist. Der kann ein paar hundert Euro sein, kann ein paar tausend Euro sein. Habe ich alles schon erlebt hier. 200 Euro, 2000, 3000 Euro, alles schon gesehen. Auch, also jetzt nicht irgendwie krass groß, sondern auch 50, 60 Quadratmeter immer jeweils. Und, ach gut, ja. Dann solltest du auf jeden Fall mit dem Verkäufer sprechen und gucken, ob der das vorher ablöst oder auf jeden Fall anfragt, zumindest damit du weißt, wie hoch das ist. Und normalerweise, wenn man das vorzeitig ablöst, weil in der Regel werden die Sanierungsgebiete jetzt nicht morgen geschlossen, sondern die laufen irgendwann noch. Also die laufen noch weiter. Und wenn die dann irgendwann geschlossen werden, oh, ich habe den Faden verloren. Also in Leipzig ist es so, dass die Sanierungsgebiete sollen bis Ende nächsten Jahres, glaube ich, geschlossen werden, alle. Und wenn man jetzt den Sanierungsbetrag ablöst, kriegt man 20% Rabatt. Das ist schon mal vorteilhaft. Und wenn du da noch verhandelt kriegst mit dem Verkäufer, dass ihr euch das teilt, Hälfte, Hälfte. Achso. Wenn du das dann noch verhandelst mit dem Verkäufer, dass ihr euch teilt. Oh, das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Ich habe hier gleich, keine Ahnung, wie viele Stunden im Ohr. Dass du das mit ihm teilst, dann ist das eigentlich ganz cool. Das kriege ich mal. Also ich mache es meistens so. Ansonsten, ja, Sanierungsgebiet ist jetzt sonst erstmal nichts so wichtig. Der Alexander sagt guten Abend übrigens. Wir haben aber auch noch hier, glaube ich, ein oder zwei Fragen aus den letzten Videos, ne? Von Kommentaren sind, glaube ich, noch zwei offen, wenn ich das hier so richtig sehe. Was hast du denn noch? Ja, also eine Frage ist, wie riecht denn der Stimmt, Hausschwamm? habe ich gesehen, da wollte ich nochmal mit meinem Gutachter telefonieren, weil ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich Ja, weiß nicht. Ich habe ich den würde jetzt auch sagen, nicht. pilzig. Pilzig. Ja, Champignons oder was? Nee, kann ich gar nicht genau sagen, wie Hausschwamm riecht, weil das ist jetzt ja auch nicht alltäglich. Ich sehe ja nicht jeden Tag einen Hausschwamm. Ich kann es nicht mehr sagen. Das ist jetzt ja schon 1,5 Jahre her. Weiß Auf ich jeden nicht. Fall hat man gemerkt, dass da irgendwas drin war, Ich ne? merke es immer, dass was im Argen ist bei solchen Dingen. Ja, wie soll ich sagen? Das ist halt ein Gefühl. Du kommst rein und merkst halt, hier riecht es einfach komisch. Nicht muffig und nicht so nach alten Kohlenkeller, sondern du merkst einfach. Ja, wie soll ich das sagen? Weiß ich nicht. Schwierig zu erklären. Ach, das ist ja schon beantwortet, sehe ich Ja, gerade. ja, ja, ja. Ich habe ja schon ein paar Antworten geschrieben. Aber hier, ihr habt ja die da ist noch einer, ne? Hier habt ihr Heizkörper teilweise auch ausgetauscht. Hattet ihr auch Kosten für die Montage der Kostenverteiler. Heizkostenverteiler? Wenn ja, wie hoch sind die? Und wenn nein, warum gab es die Kann ich nicht nicht? sagen. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachfragen, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Daniel Spieß ist wieder da. Achso, ich sehe jetzt die Kommentare gar nicht.
Guten Abend, moin, Daniel Spieß. Hast du ja geschafft. Ralle oder Rale? Rale. Servus, wie sind deine Erfahrungen mit nicht zahlenden Hartz-IV-Mietern? Hast du das Jobcenter wegen der fehlenden Miete kontaktiert oder bist du direkt zum Anwalt? Haben wir nicht. Kommt bei uns nicht vor. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, sogar schon. Ja, das Thema hatten wir schon. Das Ding ist halt, wenn der Empfänger dieser Leistung kann entscheiden, wer die Miete zahlt. Und wenn du jemanden reinlässt, der solche Leistung bekommt und er sagt zu dir, meine Miete wird vom Amt bezahlt, ist das gut und schön. Er kann aber auch ab morgen dann, wenn du ihn reingelassen hast in deine Wohnung, wieder sagen, ab morgen zahle ich das wieder selber, beziehungsweise erstattet mir das Amt die Miete auf mein Konto und ich zahle es dann nicht. Und da kannst du dem Amt gar nichts, da kannst du einfach nur den Kollegen dann räumen lassen, wenn er halt zu krass im Verzug ist. Ansonsten hast du keine Handhabe. Bei dem gibt es auch in der Regel nichts zu holen. Deswegen würde ich es einfach vermeiden, so weit kommen zu lassen. Ja gut, ich sag mal, das ist ja auch gar nicht die Zielgruppe, ne? Nee, ich sag mal, das ist jetzt nicht die Zielgruppe, die wir auch mit unseren Wohnungen ansprechen. Ich meine, klar, wir haben halt auch Wohnungen, die sind vermietet und keine Ahnung, teilweise seit 10, 20 Jahren. Da sind aber auch keine Hartz-IV-Empfänger drin. Aber alles, was wir zum Beispiel modernisieren, da zieht ja eh keiner ein, der Sozialleistung kriegt, weil das wahrscheinlich viel zu teuer ist. Nee, nicht nur das, du darfst ja auch nur eine bestimmte Größe haben. Ja, genau, aber du darfst ja auch nur eine bestimmte Miethöhe. Genau, und da sind wir drüber, auf jeden Fall. Weil wir sind ja mehr mit modernisiert, sind wir Kapitalistenschweine, hätte ich bald gesagt. Nein, also es ist ja okay alles noch, aber ich sag mal, wir sind ja trotzdem relativ weit oben. Also ich finde jetzt übrigens die Kamera etwas zu hoch. Kleines bisschen. Oh ja, warte mal. Kipp mal an. Ich kipp sie mal ein bisschen, weil du bist jetzt so weit unten. Tiefer gelegt. Tiefer gelegt. Der Bauer hat sich selber auch tiefer gelegt. So, mal rückst du. Oh yes. Irgendwie ist es auch noch zu sehen. So. So. Der Rale, der war halt so im Mehrfamilienhaus drin und ich habe den mitgekauft. Ja, das ja ist gut, das ist schwierig. Da musst du dann wissen, wie viel wert ist dieses Mehrfamilienhaus. Aber zahlt er nicht oder was? Das wäre jetzt die Frage. Ja, die Frage, ich mein, du kannst ist, wie ihn auch irgendwann sein Verzug zum Beispiel. Ja. Ich mein, du kannst ihn auch dann irgendwann entfernen lassen. Hast du schon die Musik unten an? Hört man das eigentlich im Video, dass Musik läuft? Warte, ich muss selber mal hören. Ich habe nämlich hier nur den Lüfter von der Kamera. Was ist dein Lüfter? Warte. Gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre es so ganz, wenn dann ganz, ganz leise. Weil wir haben einen Bioladen unter uns drunter und immer wenn der schließt um 8, machen die danach sauber und feiern da übrigens die Party. Die Sauberparty. Machen mega laute Musik. Die Reinigungsparty. Ja. Gut. Wenig los heute. Sommerloch oder was? Na, ich meine, wir haben jetzt auch eine Woche Pause gehabt, ne? Ja, aber da bricht doch nicht hier komplett der Sendeplatz ein. Na, ich weiß es nicht, ne? Ich sag mal, Algorithmus und so. Ja, gut. Gut. Was haben wir noch? Also, wir sind nicht allein. Was ich krass fand, wie das Video mit der ekligen Küche abgegangen ist. Da war der mega viele Kommentare. Die Raucherhöhle. Ja, da waren etwas. Ich glaube, das haben auch manche Menschen gar nicht verstanden, worum es da eigentlich ging. Manche haben, also ich habe in den Kommentaren nur so rausgelesen, manche haben so ein bisschen. Ja, manche waren wieder. Ärger Luft verschafft, so aus ihrer Sicht der Dinge und hin und her. Einer hat sogar geschrieben, habe ich gerade noch gesehen, von wegen, das sieht bei Küchen, wenn die abgebaut haben, immer so aus. Also, das kann ich absolut nicht sagen. Ich habe schon. Bitte was? Ja, also warte, ich muss es mal vorlesen. Ich habe es hier so, Moment. Ich habe es hier von Rale, der hatte noch geschrieben. Er hat naja, man kann alles übertreiben. Küchen sehen meistens so aus, wenn sie abgebaut werden. Ist ja nicht so, dass man das Ganze demontiert zum Streichen. Außerdem UV-Strahlung und so weiter. Nur dieses Braune war halt nicht UV-Strahlung. Alter, was für eine UV-Strahlung soll das gewesen sein? Und ich sag mal, da wo ich früher mit meinen Eltern gewohnt habe, da haben wir auch gerade 10 Jahre gewohnt oder so. Mhm. Wir haben die Küche abgebaut, die sah da drunter nicht so aus. Mhm. Ja? Also es war schon heftig. Vor allem das Braune war ja unter den Schränken, das ist ja das Krasse. Unter den Schränken ist meistens sauberer.
Ja, nee, die Schränke sind nicht bündig an der Wand. Aber ich verstehe die Denkweise, die dieser Mensch hatte mit dem Kommentar, aber nein, Mann, so sieht das nicht in der Schränke aus. Auf gar keinen Fall. So, Ralle schreibt, er hat lange Zeit gezahlt, beziehungsweise das Amt, und seit diesem Monat kommt kein Geld. War es auch erst der 12. Nee, welcher ist heute? Ja, wir haben 14. Es war auch Zeit. Es ist auch Zeit. Nee, es ist natürlich blöd, klar. Ich würde sagen, man kann auf jeden Fall schon mal eine schriftliche, freundliche Erinnerung mal zukommen genau. lassen. Auf jeden Fall anmahnen, ist wichtig. Ja. Und dann irgendwann, nach einem Monat kann man, hat unser Anwalt gesagt, ordentlich kündigen, und nach 2 Monaten wird dann irgendwann geräumt. So ist das. Gut. Ja, das ist so viel zum Immobilien und passives Einkommen. Ne? Sehr passiv. Sehr passiv. Ja. So, ich habe auch mal ein Wässerchen. Wo ist mein Wasser eigentlich? Ich habe doch mal ein Wässerchen. Weiß ich nicht. Du hast dir vorhin einen angemischt, hier einen Shake. Ne, den habe ich schon ausgetrunken. Ich habe aber mein Scheiße. Naja. So, Leute, stellt eure Fragen. Die Zeit rennt. Schon abgemahnt. Ja, sauber. Ich meine, denn ist natürlich auch, aber heute habe ich WLAN an. Dann ist natürlich auch positiv, wenn du das wahrscheinlich neu vermietest, ne? Also wenn er dann irgendwann raus ist, dass du das Ding neu vermietest, ist natürlich jetzt auch eher positiv. Mal ein anderes Thema. Ja, es ist, ich denke mal so, es ist ja auch schwierig immer zu sagen, was da wirklich, ich meine, wenn er bisher immer pünktlich gezahlt hat oder wie auch immer, oder das Amt hat gezahlt, ist halt die Frage, was da wirklich passiert ist. Ne? Mhm. Vielleicht hat er ja auch einen Job gekriegt und jetzt ist die Übergangszeit. Man weiß das wird sein. Es kann ja sein. Man muss positiv denken. So ist es. Ja. Ich denke mal, was eine Sache sein könnte, man könnte auch mal, wenn er auf die Mahnung noch nicht reagiert, oder ist ja halt die Frage, wann er abgemahnt hat, man könnte ihn mal auch versuchen, telefonisch zu erreichen, und dann, man merkt es ja, wie das Gegenüber reagiert. Ja, dann gut. Zumindest weißt du, mit wem du es dann zu tun hast. Man kann auch zum Beispiel durch Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Das ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, es kostet 20 Euro oder so, oder 25 Euro pro Brief. Nee, so teuer ist das nicht. War das, ich glaube, das war mal ein Fuffi. 30 oder 50 Euro, ja. Mag. So um den Dreh, meine ich. Ja? Ich glaube ja, ich bin nee, ich glaube nicht. Ich, so teuer ist das nicht. Aber eigentlich auch ein, hier wäre es das, Einschreiben per Post. Einwurf einschreiben. So. Noch Kommentare. Ja, ein anderes Thema. Ach so, hier zum Beispiel Elias hat auch geschrieben, zu der Raucherwohnung, sowas würde er für 1 Euro nicht kaufen. Ganz ehrlich, warum nicht? Ist doch nicht schlimm. Also hier die Raucherwohnung. Ja. Also das ist jetzt nicht so mega kritisch, ne? Ich sag mal, im schlimmsten Fall haust du deinen Putz vielleicht runter und dann ist das Ding auch wieder okay. Ja? Ah, erinnere mich nachher, ich habe was mitgebracht. Für unseren Werkzeugwerfer. Ah, geil. Deines Spiels. Mal Bescheid mit anschließender Fotoverwendung. Das war bei uns gerade Thema. Genau. Daniel, weißt du, was das kostet? Guck mal, sag mal bitte, wenn du das weißt, was es per Gerichtsvollzieher kostet, hier zustellen. Hier dieses, das sind ja diese gelben, diese förmliche Zustellung hier, diese gelben Briefe. Ja, aber die kannst du auch bei der Post zustellen lassen. Die gibt es auch bei der Post. Weiß ich nicht. Ich mach das nicht so. Ich weiß es, ich habe ja mal als Postzusteller früher mal gearbeitet. Alter, hör auf jetzt. Und selbst wir als, also nicht Post, das war halt Watz Postservice damals, ehemalig PIN. Die haben jetzt WhatsApp oder was? Nee, die gibt's nicht mehr. Ach so. Aber wir hatten auch sogar diese gelben Briefe teilweise. Okay. Die haben wir auch zugestellt. Da unterschreibst du als Zusteller selber quasi so eine Art Urkunde, dass du das wirklich zugestellt hast. Da bist du wirklich dann haftbar als Zusteller für. Ist schon okay, krass. 45 Euro für einen Mahnbescheid. Siehst du? Ja, ist doch gut. Siehst du? Pisch dir Money in. So, Julian. So, ich besitze 2 Wohnungen mit je einem Stellplatz, die allerdings einen separaten Mietvertrag haben. Ist doch super. So, jetzt die Frage, was ist die Frage? Ist doch super. Ist auf jeden Fall erstmal schon mal richtig. Weil ich habe heute nämlich gerade mit einem Eigentümer gesprochen.
da ein Mehrfamilienhaus mit ein paar 20 Wohnungen und 9 Stellplätzen. Und die Stellplätze gehören einfach pauschal zur Wohnung, ohne separate Miete, ohne Mietvertrag. Das ist schlecht. Nicht so cool. Aber gut, muss ich ja selber wissen. Ist natürlich interessant, wenn man es dann kauft, weil dann kann man da vielleicht mal ansetzen. Ja, Julian, was ist deine Frage? Das ist hier zäh heute, Leute. Etwas zähflüssig. Oder die schreiben alle langsam. Ach, da jetzt. Jetzt habe ich nach 3 Monaten nach Kauf festgestellt, dass das Wohngeld die Kaltmiete bereits auffrisst. Das klingt etwas seltsam. Das ist... Warte mal. Das Wohngeld... Also erstmal heißt es Hausgeld. Wohngeld, die Kaltmiete auffrisst. Das geht ja gar nicht. Dann müsstest du ja mehr nicht umlagefähige Nebenkosten haben als Kaltmiete. Entweder, wie hoch ist die Kaltmiete? 50 Euro? Weil das ist ja crazy. Aber ich sag mal so, du hast es ja jetzt gekauft. Also es ist, ist ja... Das musst du mal erklären, zahlenmäßig, weil das begreife ich nicht, weil... meinst du jetzt auch nach hier nach Kapitaldienst von der, also vom Darlehen oder wie ist das? Wie soll ich das verstehen? Ansonsten erstmal Ulrich Kalb, wie viele Steckdosen sollte man ins Wohnzimmer einbauen? Kommt natürlich darauf an, wie groß das Wohnzimmer ist, aber ich sag mal so grundsätzlich, solltest du, wenn du die Möglichkeit hast, schon mal in jede Ecke wenigstens eine Doppelsteckdose setzen. Ja, das und der Lichtschalter vielleicht eine. Und? Das ist halt die Frage, Neubau, ist es Neubau oder? Ja, ich glaube nicht, dass der Neubau vermietet. Wie viele Steckdosen waren vorher drin? Das ist die Frage. Genau, weil ich weiß zum Beispiel, eine Küche sollte mindestens 6 haben, weil sonst gibt es ja Probleme. Ach so! 30 Euro Hausgeld für die Tiefgarage? Alter Schwede. Also jetzt die Frage hier wieder mit dem Hausgeld und so weiter und so fort. Das bezieht sich quasi nur auf die Stellplätze. Genau, das ist natürlich crazy. Wieso denn 30 Euro Hausgeld für die Tiefgarage? Das finde ich ein bisschen viel. Also ich kenne so Sachen, so 1 oder 2 Euro oder 3 Euro Verwaltergebühr pro Monat für die Tiefgarage. Ein bisschen in Stahlhaltung, irgendwie ein paar Cent, aber... Und das Ganze auch noch vor Steuern, sagt er. Das ist crazy, das ist viel. Da solltest du auf jeden Fall mal eruieren. Da ist irgendwas komisch. Da ist irgendwas ganz komisch. Alexander schreibt, Deutsche Wohnen will über 6.000 Wohnungen verkaufen. Gut. Das ist einer der Immobilienhaie. Was sollen wir jetzt, was genau, sollen wir die jetzt kaufen? Das ist ein Paket mit 6.000 Wohnungen. Ja. Also das ist auf jeden Fall mit dem, da solltest du ja... Auf jeden Fall mal in den Wirtschaftsplan reingucken, wegen der Tiefgarage und dem Hausgeld. Da gibt es ja dann wahrscheinlich eine separate Abrechnung. Und dann gucken, was da die fetten Posten sind, weil das ist erscheint mir ganz, ganz komisch, was da rechnerisch los ist. Julian schreibt auch so. Noch, ich habe die Miete daher direkt auf 35 Euro erhöht, ist jedoch immer noch ein Minusgeschäft, sagt er. Das ist komisch. Da habe ich mal irgendwo, ich blick gerade, haben wir irgendwo... Wirtschaftsplan griffbereit von der Tiefgarage. Oh, das ist jetzt nicht. Cambrinus? Smithpool. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht griffbereit. Sonst haben wir, glaube ich, keine, oder? Mit Tiefgarage? Ja, es gibt ein paar. Jedenfalls keins der Objekte, wo ich dabei war. Nein. Tiefgaragen sind ja auch selten, weil ich sage mal, in Leipzig ist ja wenig, ist ja in den Altbau ist ja seltenst. Eine Tiefgarage, das ist ja meistens nur bei den 90er-Jahre-Dingern. Ulrich fragt, kann man die Mietpreisbremse umgehen, indem man für Kellerraum Gewerbe Mietvertrag macht? Gewerbemietvertrag für den Kellerraum, ja, das ist ja dann wie ein separater Vertrag, ja. Das ist die Frage, was der Mieter denn sagt, wenn du ihm seinen Kellerraum wegnimmst.
Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Game, ne? Also es gibt natürlich Mittel und Wege, eine Mietpreisbremse zu umgehen. Zum Beispiel möbliertes Vermieten, weil du nicht aufschlüsseln musst, was Möbelmiete und was Wohnungsmiete ist. Ja, ich habe mir auch schon sagen lassen, dass Fahrradstellplätze mitvermietet werden. Krasse Scheiße. Ja, ja, 200 Euro so. Das, da gibt es schon Mittel und Wege, ja, ja, da, da gibt es was. Aber jetzt Kellerraum, Gewerbemietvertrag, muss man dann mal gucken. Der Julian schreibt übrigens, das Hausgeld beinhaltet viele Posten mit Betriebskosten, Reparaturen, Rücklagen etc. Genau, das ist halt die Frage so. Ne? Es kann ja auch sein, ist ja auch möglich, in der Tiefgarage wird ja auch ab und zu mal instandhaltungsmäßig was gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Abdichtung gemacht werden muss oder die Auffahrt muss erneuert werden oder, gibt es ja eine Million Sachen, dass kurzfristig die Instandhaltung für die Tiefgarage hochgesetzt wird für irgendwie ein oder zwei Jahre. Das ist möglich, aber es ist trotzdem, oder du hast nur vier Stellplätze und die Tiefgarage ist irgendwie, keine Ahnung, die Kosten sind ja gleich. Oder du hast so eine Tiefgarage wie in den Caprinos mit den geilen Aufzügen. Ja, das ist Duplex-Parker, aber das ist ja jedem sein Bier. Okay. Das ist ja, denn wenn deine kaputt ist, ist halt dein Pech. Okay. Ich dachte, das wäre dann auch so. Entsprechend. Ach so, Alexander, gleiche Frage hier. Hey, Alexander hat seine Nachricht zurückgezogen. So, Thorsten Schmidt. Ich habe in Eigentumswohnung neue Heizkörper einbauen lassen. Nun will die Hausverwaltung 200 Euro für den Neueinbau der Heizkostenverteiler. Ist das so korrekt? Ist das zufällig derjenige, der diese Frage... Kann sein. Tatsächlich, das ist derjenige, welcher... Ach so, Thorsten, ja. Ich finde das mal raus. Kannst du das mal aufschreiben? Oh, warte, ich schreibe mir das auf. Wir können es auch, ich kann es auch nachher rauskopieren und den Asana reinsetzen. Ich mache es gleich bei Asana rein, warte. Ja. Das schreibe ich mir auf. Ich kommentiere unter deinem Kommentar, was du unter dem Video... Da sollte der Thorsten, beziehungsweise unter dem Kommentar dann entsprechend, warte mal, in welch, weil das ist ja jetzt Chat, da kannst du jetzt nicht drunter kommentieren. Da nein, und sein Kommentar, was er unter das Video gepackt hat. Und das andere Video. Achso, ja, okay, dann habe ich das doch richtig verstanden. Ja. Alles klar. Garagentordefekt. Ja, trotzdem ist halt 30 Euro, das ist heftig. So, Julian schreibt, ich weiß, die Problematik mit dem Hausgeld für die Tiefgarage ist Wahnsinn. Leider kann ich die Betriebskosten nicht abrechnen, da der separate Mietvertrag einen Pauschalbetrag für die Miete ausweist. Erst nochmal. Leider kann ich die Betriebskosten nicht abrechnen. Ach so. Also nicht umlegen. Oder wie ja, schwierig. Müsste man sich das Gesamte angucken. Da kann ich so schwer was zu sagen. Müsste man sich alles einmal angucken. Thorsten fragt, sind Heizkörper immer Sondereigentum, also die in der Eigentumswohnung sind? Kommt darauf an, was in der Teilungserklärung steht, in der Regel schon. In der Regel ist es schon Sondereigentum. Also eigentlich, wenn jetzt nichts besonders geregelt ist, so wie ich das meistens sehe, alles, was bis zur Wand der Wohnung ist, ist dein Bier. Also beispielsweise jetzt mal ganz Haarspaltereimäßig. Wenn du eine Rohrverstopfung hast und die ist... Vor dem, also die ist quasi vom Rohr zwar schon in der Wand, aber noch in deiner Wohnung, dann ist es dein Problem. Wenn die aber schon im Steigstrang ist, im Hausflur, dann ist es Gemeinschaft. So ist das. In der Teilungserklärung steht nichts, meint er. Ja, dann ist es dein Bier. So, Julian hat jetzt die Frage: Würdest du daher immer die Tiefgarage in den Mietvertrag integrieren, um die Betriebskosten abrechnen, ich denke mal umlegen zu können? Eigentlich machen wir immer separate Mietverträge für die Stellplätze und Tiefgaragen. Ich meine, Stellplatz hast du halt, da hast du halt nichts, ne? Da wird halt nichts instand gehalten, in der Regel. Okay. Also normalerweise machen wir immer separate Mietverträge. So, Thorsten Schmidt sagt nochmal, okay, verstehe, wäre super, wenn du dich nochmal meldest wegen den Heizkostenverteiler. Mach ich. Eigentlich müssten wir solche Fragen mal sammeln und dafür immer ein kurzes Video rausbauen.
Da mache ich nur noch Videos, da mache ich nichts anderes mehr. Ja. Das Warten auf neue Fragen ist immer so der Ja. Ich guck gerade noch, ob wir hier noch Kommentare haben, irgendwas, was mich noch. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, da war stimmt. Die Küche, die ich euch gesagt, gezeigt habe, ja. Da haben die Leute echt krass reagiert auf die Raucherküche. Ja, ich glaube, da waren auch, ich sag mal, viele Zuschauer aus dieser Zielgruppe mit drin. Ja, ja. So, fahren zum Bauamt. Gut, grundsätzlich, haben wir noch irgendwas? Oh, wir haben eine Frage. Der Jude, ich habe noch keine. Ich habe nichts. Aber in euren separaten Mietverträgen weist ihr dann die Betriebskosten aus, um diese umlegen zu können? Oder arbeitet ihr mit Pauschalbeträgen, die bereits alles abdecken? Ist jetzt die Frage, auf welchen Mietvertrag ist es jetzt nur auf die Tiefgaragen? Ja, es ist ein Tiefgaragenmietvertrag. Das Ding ist, wir haben so wenig Tiefgaragen, ganz ehrlich. Weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas mal frisch vermietet? Weil in der Regel, viele Sachen haben wir auch übernommen. Wir haben ja nicht immer, wir haben ja nicht ständig Mieterwechsel. Ich überlege gerade, Tiefgarage. Irgendwas, was wir neu vermietet haben. Nee, kann ich gar nicht sagen. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber in der Regel wird da auch was für fällig. Ist ja klar. Das wäre vielleicht auch was, was man recherchieren könnte. Ja. Da muss ich mal mit Daniel sprechen, was der dazu sagt. Vielleicht ist Daniel sogar noch online. Daniel, bist du noch online? Bitte melde dich. Daniel, bitte melde dich. Hier übrigens Ulrich Kalb fragt, was ist eigentlich aus den Milieuschutzgebieten in Leipzig geworden? Ich glaube, da gibt es überhaupt neue News. Nicht wirklich, ne? Bisher ist das ist wieder so ein ich gucke gleich mal, ob da... Ich muss sagen, ich habe nichts gehört, aber ich gucke gleich mal, ob da was, ja. Ob das kam. Ich habe auch nichts mehr gehört. Also, eigentlich kriege ich ja sowas mit. Ich muss mal kurz die Tiefgaragen-Mietvertrag Nebenkosten ausschreiben. So, haben wir da irgendwas? Milieuschutz? Weißt du mal, der Kracher war einfach, ich habe beim Amt ja direkt irgendwie ein oder zwei Tage später angerufen. Der hat es, glaube ich, sogar noch in einem Video erzählt. Ja, ja. Nee, letzter Eintrag hier, Bild-Zeitung, 26.06., das war das. Na, da bisher... Ich denke mal, da ist auch sehr viel geplänkelt hier. Ja, das so, ist... Ne? Die Landtagswahlen stehen an, da muss man natürlich auch... hat man schon mal vorgearbeitet. Kurz. Ja, auf jeden Fall habe ich ja da angefangen. Daniel beim Amt. Ist so halb da. Was? Daniel ist noch so halb da, sagt er. Ja, so halb da. Weißt du das, Daniel, mit den Tiefgaragenstellplätzen, Mietverträgen, Nebenkosten, was da, wie das gehandhabt wird? Weil wir hatten jetzt hier gerade die Frage mit mehr Hausgeld für mehr nicht umlagefähige Kosten für Tiefgarage als Miete. Beziehungsweise wie die Mietverträge aussehen, ob wie man die Kosten umlegen kann. Auf jeden Fall Milieuschutz, da wusste der Mensch beim Amt ja selber nicht, was da los ist. Ja. Der hat zu mir gesagt, ja, es tut mir ganz so leid, es ist alles ganz neu und wir wissen gar nichts, rufen Sie in der Stadt an, wo das schon durchgeführt wird und dann ist gut. Also... Ich glaube, es dauert noch, bis da irgendwas passiert. Und ich habe auch in einer anderen Stadt angerufen, das hatte ich schon erzählt. Ne? Da habe ja, ich das hast du im Video erzählt. Hamburg oder ich habe in Hamburg und in Berlin angerufen. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, ist das, was wir tun, auf jeden Fall erstmal komplett außen vor. Also da maximal anzeigepflichtig, aber da muss nichts genehmigt werden. Was haltest du vom Verkauf von Immobilien an Ehepartner? Eine meiner Eigentumswohnungen ist über 10 Jahre ja. im Bestand und voll getilgt. Alter Vater. Nun fressen mich die Steuern auf. Ja, ist korrekt. Kann man machen. Kann man an Ehepartner geben, ja klar. Zahlst du einmal 2% Notar, keine Grunderwerbsteuer und dann geht's weiter. Kann der Ehepartner finanzieren. Ja klar. Ja. Und du hast Kohle am Start. Das ist richtig. Das ist ziemlich geil.
Ja, gut, das ist schon klar, dass die separat ausgewiesen werden. Man muss halt, da gibt es halt auch einen Wirtschaftsplan eigentlich für die Tiefgarage. Ne? Also wir sind immer noch bei der Tiefgarage, wir springen so ein bisschen. Ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Ja. Ja. Gut. Bisher haben wir übrigens deinen Bedenken entgegen keine Verwirrung beim letzten Video. Ach stimmt, das ist ja schon raus, ne? Ja, ist schon raus. Ja, weil wir hatten ja etwas Zeitblasenmäßiges hier, so eine Zeitreise. Ich habe ein paar neue Schnittsachen probiert. Ja, Erik war ja in Dresden und hat ja die Modernisierung hier kontrolliert. Und ich war ja davor schon einmal in Dresden, habe das Video, aber das Video war zu kurz, um ein eigenes Video von zu machen. Deswegen wurde mein Video ja in das Video von Erik vom letzten Mal reingeschnitten, ist aber vorher entstanden. Habe ich aber auch schnell. Ja, ist schon klar. So, Videos, gucken wir mal. Ist was passiert? Ja. Ich habe auch bisher noch keine neuen Kommentare. 198 Views. Ja, ja, Sommerloch ist bald vorbei. Ja. Tja, Leute, was ist hier mit euch? Wollt ihr nichts mehr wissen? sind wunschlos glücklich. So. Da ist sie wieder. Kennt ihr die juristische Vorgabe, wenn man überhaupt separate Mietverträge separate Mietverträge machen kann? Habe gehört, man kann das nur machen, wenn sich die Tiefgarage nicht in unmittelbarer Nähe der Wohnung befindet. Wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil du kannst ja theoretisch auch, was auch oft passiert, die Wohnung, was jetzt in der Praxis schon oft vorgekommen ist, mit Stellplätzen halt, die Wohnung ist an Person A vermietet, Eigentümer ist, das ist jetzt blöd, also ich bin Eigentümer von der Wohnung, habe meine Wohnung an Person A vermietet und meinen Stellplatz an Person B, die beispielsweise im Nebenhaus wohnt. Jetzt verkaufe ich meine Wohnung, logischerweise auch den Stellplatz dazu, weil den behalte ich ja nicht, wenn ich die Wohnung verkaufe. Und Mieter, also Person A zieht aus und die Wohnung wird neu vermietet. So, dann habe ich ja jemanden, der den Stellplatz gemietet hat, der da weiter wohnt. Aber jetzt kommt Person C, die jetzt neu in meine Wohnung einzieht und der würde ich gerne meinen Stellplatz geben. Geht aber nicht, weil die von einer anderen Person gemietet ist. Das ist halt... Julian, schreibt noch dazu, hat mir mein Anwalt auf Nachfrage mitgeteilt. Ja. Ist die Frage, ist der Anwalt auf Mietrecht spezialisiert? Also, gibt's da vielleicht. Ja, es ist ein, ja, weiß ich nicht. Wüsste ich persönlich jetzt nicht. Also, ich habe es. In der Regel wird es separat mit einem anderen Vertrag vermietet. Ich meine, in Hamburg habe ich auch gewohnt, im Neubau mit Tiefgarage. Da habe ich auch zwei Mietverträge gehabt. Da habe ich sogar zwei Tiefgaragestellplätze. Da hatte ich drei Mietverträge insgesamt: einen Mietvertrag für die Wohnung und zwei für die Tiefgaragestellplätze. Das hast du auch ganz oft, wenn du jetzt nicht in der Tiefgarage bist, sondern hast Garagen im Hof zum Beispiel. Die sind ja eigentlich auch in unmittelbarer Nähe. Ja, ja, klar. Dann hast du trotzdem separate Mietverträge. Also so kenne ich das. Wäre vielleicht etwas, was man vielleicht mal eruieren könnte fürs nächste Mal. Ulrich schreibt, wie unterscheiden sich eigentlich Leipzig und Dresden in Sachen Immobilien? Das ist eine sehr... Achso, ich habe schon die nächste Frage gesehen. Ja, also wie soll ich die Frage... Was, da gibt's, in beiden Städten gibt es Immobilien. Das ist ähnlich. Aber ansonsten würde ich... sagen, Dresden ist ein Müh teurer. Ja. Ich weiß auch noch was. Dresden ist trockener in den im Kellerbereich. Ja, aber in Dresden hast du volle Kanone Überschwemmungsgebiete. Echt? Alter, guten Morgen. Aber du hast doch gesagt, in Dresden ist da, wo wir waren, war es immer trockener. Hast du gesagt, in Leipzig? Ja, aber hast du schon mal davon gehört, dass die Elbe da manchmal überläuft? Schon mal durchgedrungen, ne? Also ganz viele Wohnungen, da gibt es sogar Vlogs. Echt? Es gibt einen Vlog, da bin ich, ich glaube, das ist der erste, der allererste Vlog. Den habe ich jetzt, noch nicht gesehen. Jetzt gehen bestimmt alle hier bei YouTube, boom, ersten Vlog. Die drei Zuschauer, die wir haben. da bin ich in einem bei einem Objekt, was ich auf dem Tisch hatte, was dann... Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Auf jeden Fall in dem Objekt stand ein Meter Hochwasser drin. Okay, krass. Also Dresden, hatte Dresden Hochwasser, hä? Nie gehört?
Ich habe mich ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Ja. Ich weiß nicht, da wo ich jetzt wohne, seit 3 Jahren, da war mal Hochwasser, aber mittlerweile haben sie das irgendwie alles so ausgebaut, jetzt sollte keins mehr kommen. Auf jeden Fall, nochmal um darauf zurückzukommen, Leipzig und Dresden. Ich finde beide Städte, wie ihr wisst, mega spannend. Und immobilienseitig ist Dresden, hat einen größeren Bestand an so diesen Stadtvillen, also freistehende Villen, also nicht geschlossene Bebauung, wie es in Leipzig oft, also hauptsächlich der Fall ist. Sondern so freistehende Villen. Und ich finde beides eigentlich cool. Da, wo also, wir letztens gucken waren, ne? Diese, da waren ja auch ziemlich schöne Objekte. Wo waren wir gucken? Wo waren wir gucken? Ach nee, ach, blöd, da warst du gar nicht mit, da war ich mal mit Erik. Achso, ich wollte sagen, wo waren wir denn gucken? Siehst du, ich komme schon voll. Hier, Julian schreibt, dass sein Anwalt eigentlich auf Mietrecht spezialisiert ist, aber die Konstellation mit dem Auszug macht Sinn. Ach so, ja, ich wollte sagen, hä, wo liest du das? Aber ja, verstehe. So, Rale schreibt, wie beurteilst du die kommende Wirtschaftskrise und beeinflusst dies in irgendeiner Weise deine Entscheidungen? Die Frage wird mir in so vielen verschiedenen Formulierungen so oft gestellt. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Es kann 10 Jahre gut gehen, es kann nächste Woche knallen, kein Plan. Also nächste Woche wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber... Es kann auch lange gut gehen, kann auch schief gehen. Ich gucke mir einfach immer nur die Investments an. Wie sieht das Ganze aus? Was kann ich tun? Und ist das so aus, ich sag mal so, wie soll ich das sagen? Ist das einigermaßen, ich nenne es mal krisensicher? Also ich sag mal, bin ich am Ende des Tages, wenn ich da einmal dann so ein bisschen was entwickelt habe, in einer Situation, wo es eigentlich egal ist, was mit den Zinsen passiert? Also ich sag mal so, in der Regel ist es ja so, wenn wir was entwickeln, dass wir kurzfristig auf über 5% kommen. Und ich sag mal so, wenn du mindestens 10 Jahre Zinsbindung hast, dann bist du ja irgendwo bei 77% Restschuld mit 5%. Und was soll da mit dem Zins passieren, dass der mit einer Anschlussfinanzierung da dann drüber liegt, über der Miete? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt in einem Jahr 5% Mietrendite habe, und vielleicht eine Staffelmiete oder Indexmiete, da bin ich ja im 10. Jahr bin ich ja irgendwo bei 6,7% oder 7% Miete, also Mietrendite. Da muss ja schon gewaltig was passieren. Deswegen, also, ich gucke einfach immer nur, sind die Deals so, dass man es machen kann? Und weil ich sag mal, am Ende des Tages, hat mir mein Notar heute auch gerade wieder gesagt, ich war heute beim Notar und habe was beurkundet, der hat gesagt, dass ganz viele Leute einfach ganz, ganz beschissene Sachen zu ganz ekligen Preisen einkaufen und das sind halt die ganzen 3% oder 2,5%. Und da könnte ich mir vorstellen, da kracht das irgendwann richtig, weil die Leute, die das kaufen, das sind ja auch nicht die Investoren, sondern das sind die Kapitalanleger, die sich den 3% oder 2,5% reinlegen ins Portfolio und dann abwarten. Und das wird, glaube ich, nicht cool. Das wird nicht cool. Deswegen muss ja die Objekte dementsprechend prüfen und durchrechnen, ob das alles auch wirklich Sinn macht. Ne? Genau, weil ich sag mal, wenn das Ding, ich sag mal, Cashflow-positiv habe ich keinen Bock, das so zu sagen, aber ich sag mal so, wenn es halt unterm Strich, wenn da was rauskommt und oder ihr mehr tilgt dadurch, kann man ja auch machen, man kann ja sagen, hier bei mir ist egal, ob es auf Null läuft oder ob ich einen Fuffi drauf zahle und ich tilge dafür mehr, geht ja auch, dann sollte es eigentlich passen. Ne? Muss man natürlich gucken, welche Standorte kauft man ein. So, Ulrich schreibt, spielt das Thema Wohnen, Miete eine große Rolle im Landtagswahlkampf? Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Habe ich mich wenig mit befasst, muss ich sagen. Wir haben einen neuen Zuschauer. MS. MS. Investiert ihr nur in Immobilien oder sind andere Anlageklassen für euch auch interessant? Na, grundsätzlich gibt es ja noch Aktien. Und dann gibt es ja noch unsere Firmen, die wir haben. Da geht ja auch ein bisschen Kohle rein. Ansonsten war es das. Ende der Aufführung. Das ist das, was schon immer funktioniert hat. Aktien und Immobilien. Ja, und Unternehmen. Aktien sind ja Unternehmensbeteiligung. Ja, aber ich meine selber ein Unternehmen. Ja gut, da hast du das ganze Unternehmen. Ja, crazy. Ich sag mal, mit dem Landtagswahlkampf ist es schwierig zu sagen. Ne? Das
Ist halt die Frage, diese ganze auch hier Mietendeckel und so weiter und hin und her. Es wird auf jeden Fall schon dafür benutzt, glaube ich, weil sonst... Ja, die Sau muss durchs Dorf, ne? Weil ich sag mal so, klar, Immobilienpreise und Mieter werden halt da ausgebeutet in manchen Lagen. Ist schon klar, dass sich da welche auf die Fahne schreiben, wir gehen dagegen vor. Verstehe ich schon. Vor allem, das polarisiert ja auch. Natürlich. So, und Leute, die schon irgendwie am, ich sag mal, Hungertuch nagen oder wie auch immer, um es überspitzt auszudrücken, für die ist das natürlich dann schon ein krasses Ding, ne? Oh, warte mal, wir haben hier, warum wurde das jetzt hier? Was denn? Eine Nachricht wird zur Überprüfung zurückgehalten. Ach Quatsch, wo siehst du das? Sehe ich nicht. Ne, das siehst du auch nur im Admin-Bereich. Ach guck, so, ach ich bin kein Admin, ach nee, ich bin Zuschauer hier tatsächlich, ne? Ja. Ja, ne? Ja. Krass. Ja, stimmt, ich bin mal privat. Ich stream das ja, deswegen. Ich bin da mit meinem privaten YouTube-Account. Ja, aber auch so, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du dann, wenn du Dings mit. Müssen wir mal testen. Aber, okay. Ralle, wie beurteilst du die 90er-Jahre-Häuser in Leipzig? Würdest du eher davon abraten? Sie sind nicht schön, aber in der Regel brennt da nichts an. Muss man ganz ehrlich sagen. Hast du auch weil, schon mal, glaube ich, ein Video? Ja, weil das Ding ist, die sind. Meistens sind die Treppenhäuser aus Stein oder aus Granit oder auf jeden Fall irgendwas, was Filme hält. Steinbetonwände. Genau. Du hast Rauputz. Das ist auch für immer. Da passiert auch nichts. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist halt die Frage, hast du Bock drauf? Weil, ich sag mal, Leipzig will eigentlich schon das Gros will wahrscheinlich im Altbau wohnen. Ne? Das ist schon klar. Ansonsten 90er Jahre müsste man mal gucken, was da energetisch ist und wenn jetzt, ich sag mal so, die frühen 90er Jahre bauen, wobei das Meister ist, glaube ich, in den 97er, 98er Jahren. Das ist eigentlich, also laut meiner Erfahrung ist es okay. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel damit zu kriegen. Ich sag mal, das sind jetzt vielleicht, mal kurz überlegen, wie viel haben wir denn hier eigentlich so an 90er Jahre Dingern am Start? Also ich kenne ehrlich gesagt, glaube ich, gar keines. Ja doch, warte mal. Das ist okay. Gut, da war mal ein bisschen was mit Feuchtigkeit, das lag am Rollladen. Aber ich kenne keine von den Objekten, oder? Nee, die sind alle vermietet. Die sind alle vermietet. Ich meine, da kannst du ja auch wahrscheinlich nicht sehr viel modernisieren. Außer hier Brandvorwerk. Was denn mit Saalbau? Nein, nicht Brandvorwerk. Ah, nee. Bernburger. Bernburger, genau. Das ist ja nicht 90 Jahre, das ist ja 58er Baujahr. Okay. Das ist ja Platte. Das ist ja ganz was anderes. Das ist ja ganz was anderes. Nee, ansonsten eigentlich. Problematisch ist eigentlich nichts von denen. Warte mal. Ich dachte jetzt an Stahlbeton. Ja, das ist was anderes. Das ist ja hier. Nee, also 90er Jahre ist eigentlich entspannt. Da gibt es halt viele Wohnkomplexe so, ne? Also, wo dann wirklich so, ich sag mal so, ich sag mal so eigene Viertel gebaut wurden. Zum Beispiel Lindenthal oben, Leipzig-Lindenthal. Das sind nur so eine Dinger. Wenn du nach Norden rausfährst aus Leipzig, bei Erik vorbei und dann also, fährst du ja Umgehungsstraße an dem Truppenübungsplatz links vorbei. Mhm. Und dann auf der linken Seite, das was du da siehst, das ist so hinter dem Feld, so das erste, da stehen, keine Ahnung, das ist auch ein geschlossenes Wohngebiet, da stehen, weiß ich nicht wie viele Häuser, bestimmt 40 Stück oder so. Ich finde es krass, was die jetzt da in diesem Kasernengebiet machen, so den alten Kasernengebiet, da wird ja alles umgebaut und modernisiert. Das sind ja auch richtig krasse Wohnungen. Ja. Das ist aber Denkmalsanierung. Okay. So, Julian schreibt, ich habe mich mit Freunden über Immobilien als Kapitalanlage unterhalten und einer ist dabei sehr kritisch und behauptet, es wäre eigentlich per Grundgesetz verboten, Geld mit Immobilien zu verdienen. Ist da was Wahres dran? Dann halten sich aber ganz schön viele Menschen nicht ans Grundgesetz. Ist die Frage, auf welchen Artikel bezieht er sich? Boah, nee, würde ich jetzt... Wahrscheinlich verpflichtet, oder? Nur falsch verstanden. Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Es wär ganz crazy, wenn da was rechtswidrig wäre. Und er fragt, ob das die Legitimation wäre für potenzielle Enteignungen. Wüsste ich nicht. Das Ding ist ja, die Entscheider, also könnte ich mir vorstellen, haben ja selber auch Immobilienvermögen. Ja. Das ist ja genau dieser Ansatz hier von den Juso-Chef hier von wegen, es wäre kein legitimes Dings mit dem Wohnraum anderer Leute Geld zu verdienen. Das ist ja... Ulrich, kann ich dir als Jurist sagen, ist falsch. Danke, Ulrich.
Hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja. Ja. Hier Ulrich fragt übrigens auch, habt ihr in euren Mietverträgen eine kleine Reparaturenklausel? Wenn kleinste Reparaturenklausel. Ja, ich glaube, die haben wir da drin. Müsste ich nachgucken. Ich weiß jetzt den genauen Eurobetrag nicht. Ich schreibe ja nicht diese Mietverträge selbst. Müsste aber drin sein. Aber in der Regel, ist es so, dass du, warte mal, ich gucke mal, ob ich hier einen habe. In der Regel ist es ja so, dass der Mieter dich auf jeden Fall richtig, richtig feiert, wenn du gewisse Sachen zahlst, obwohl du es nicht musst, weil ich sag mal, dich als Investor trifft es ja nur zur Hälfte, weil du das ja steuerlich ansetzen kannst. Ja, vor allem hast du dann auch einfach einen zufriedenen Mieter, der einfach schon auch mental eine andere Bindung zu dir hat. So. So, jetzt gucke ich mal eben kurz. Ja. Was guckst du? Ich gucke gerade, ob ich einen Mietvertrag drauf habe. Okay. Dann warte ich noch mit der nächsten Frage. Ja, nee, kannst du mal weiter sagen. Soll ich sagen? Okay, ja, MS schreibt, besitze seit etwa einem Jahr 10 Eigentumswohnungen und einige Garagen in Leipzig. Gefühlt haben sich die Preise in Leipzig seit 2 Monaten deutlich erhöht. In Klammern Verkaufspreise. Habt ihr auch diesen Eindruck? Hängt das eventuell mit Berlin zusammen? Also ich muss sagen, so krass in so einem kurzen Zeitraum kann ich es schwierig sagen. Ich muss aber auch sagen, ich habe in letzter Zeit wenig Deals gemacht, die vom Markt kommen. Also ich mache aktuell mehr Deals mit Eigentümern und da gebe ich eigentlich den Preis vor. Deswegen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe es nicht festgestellt. Also in Bezug auf Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall der Investitionsort schwenkt von Berlin auf, ich sag mal, nahegelegene Standorte. Übrigens, in Bezug auf Berlin habe ich ja vor einiger Zeit einen interessanten Artikel gelesen. Dass in Berlin aufgrund des Mietendeckels jetzt massiv Bauaufträge zurückgezogen werden. Ich weiß. Ne? Also ich glaube, da hat sich jemand selber ins Knie geschossen. Ja. So, warte mal, ich guck mal kurz. Übrigens, Julian schreibt hier, man dürfte eigentlich nur Wohnungen oder Häuser für sich selbst kaufen, nicht zur Vermietung und mit monetären Absichten. Ja, das ist halt der Ansatz hier von diesem Juso-Chef, der gerne Komplettsozialismus haben würde, wahrscheinlich. Mhm. Also, mal davon abgesehen, dass der Staat ja unter Beweis gestellt hat, wie Dieter Nur das ja so schön einmal gesagt hat, wie gut er als Bauherr fungiert. Ich glaube, wenn das so wäre, dann würden ganz schön viele entweder in Zelten oder irgendwo im Wald in Höhlen wohnen. Mhm. So, warte mal. Kannst du mal weiterlesen, falls noch Fragen kommen? Ich guck mal kurz, ich habe jetzt nämlich gerade einen Mietvertrag. Ich warte auf die nächsten Fragen. Ne? Achso, okay. Achso, hier steht was. Warte mal. Das ist so klein auf dem Handy. Schön. Ach, hier. So. Genau, 100 Euro, wie gedacht. Was denn? 100 Euro im Einzelfall. Kleine Reparaturen? Ja, kleinste Reparaturen und höchstens 300 Euro und 6% oder also beziehungsweise Miete jährlich entfällt 6% der Jahresgrundmiete, höchstens jedoch 300 Euro. Genau, das ist Standard. Ralle schreibt, ich kann das bestätigen, die Preise in Leipzig sind in letzter Zeit stark gestiegen und die Makler werden immer unverschämter. Das ist aber auch noch ein anderes Thema. Also was ich manchmal sehe, ich habe ja viel Kontakt mit Eigentümern. Wenn sich ein Eigentümer dagegen entscheidet, mit mir zusammenzuarbeiten oder halt mir das zu geben oder was auch immer, und was ich dann sehe, wie manche Sachen inseriert werden, da denke ich mir, alter Schwede, wovon träumen die nachts? Ganz ehrlich.
manche Preise, wo ich mir so denke, das zahlt nie im Leben, zahlt das einer. Das liegt da in 10 Monaten noch. Aber gut, das ist halt nicht mein Problem. Gut, war das eigentlich noch bla. Achso, ja, okay. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt aufgrund der ganzen Geschichten halt einige irgendwie Torschlusspanik kriegen und dann... ja, ich meine, Torschlusspanik nicht, aber Investitionsdruck, ne? Ja. Schon klar, kann ich schon verstehen. Und andere das halt eben ausnutzen, ne? Wo die Nachfrage ist, da haut man halt gerne drauf. Leipzig ist jetzt auch nicht das Schlechteste, muss man sagen. Oh, ein neuer Name. Patrick Funke. Ich bin zu einer großen Summe Eigenkapital gekommen und erwäge, einen guten Teil davon in Immobilien zu investieren. Hättet ihr Interesse, das zu managen? Ab wie viel Euro hältst du solche Überlegungen für sinnvoll? Ab wie viel Euro für mich, oder was? Nee, Spaß. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, möglichst viel Eigenkapital in irgendeine Immobilieninvestition reinzupumpen. Deswegen also viel finanzieren, wenn es geht. Ich weiß ja nicht, kommt immer drauf an. Bist du finanzierbar, dann würde ich mein Eigenkapital auf jeden Fall trotzdem zusammenhalten. Weil es werden irgendwann mal wieder Zeiten kommen, wo Eigenkapital wichtig wird, um Zins zu drücken oder Finanzierung zu bekommen. Ansonsten, klar, wieso nicht? Gib Stoff. Also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach neuen Investoren, die wir betreuen. Patrick Funke, habe ich das nicht mal schon mal gelesen? Weiß nicht. Warst du schon mal auf einem Workshop oder so? Der Name klingt irgendwie geläufig, ne? Patrick Funke. Ja, schreibt der User Chef, heißt übrigens Kevin Kühnert und seinen Scheiß ausbauen, muss man ignorieren. Ich glaube, der hat auch nicht unbedingt sich Freunde in seinen eigenen Kreisen dadurch gemacht. Ja. Ansonsten Eigenkapital ruhig als Kaufnebenkosten aufbringen und ansonsten den Rest finanzieren, wenn es geht. Ne? Genau. Gut, Leute, wir haben gleich eine Stunde voll. Das ist tatsächlich wirklich so. Patrick schreibt, habe einen Workshop gebucht, konnte aber kurzfristig wegen Geburt nicht kommen. Stimmt, ich habe dir eine Mail geschickt. Ich wollte es gerade sagen, der Name kommt mir bekannt vor. Das war nämlich Leipzig, glaube ich. Da waren wir nicht mit Marriott. Das letzte Mal, oder? Das einzige Mal, wo wir Marriott waren. Also das vorletzte Mal, wo ich dabei war. Genau, wo du zu Besuch warst auch noch. Ja. Zu Besuch. Hätte ich mal gesagt. Genau. Ja. Kannst jetzt zum nächsten kommen. Können wir ein bisschen schnacken. Genau. Kann man, ich weiß gar nicht, ob ich dich sogar umgebucht hatte. Weiß ich gar nicht. Kann schon. Aber bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Gut, Leute. Würde ich sagen. Also Patrick, auf jeden Fall nächsten Workshop, da könnt ihr das Thema wahrscheinlich in Ruhe bereden. Ja, da ist auf jeden Fall Zeit, mal kurz zu schnacken. Ansonsten war ja heute, ja, geht so. Julian ist noch da. Ich mag die SPD nicht, aber Herr Kühnert ist ein hochintelligenter und kompetenter Mann. Seine Äußerungen zur Mietsituation teile ich jedoch auch nicht. Ja, wie gesagt, man kann es aber echt übertreiben halt, ne? Also da finde ich das viel... viel diskutabler, ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte. Ja, ja, ist auch so ein Thema. Ja, aber ich finde schon, wenn die Menschen den ja, Herzen, aber das ist halt auch ein bisschen. Das ist halt, ist immer, was es geben sollte und was umsetzbar ist, sind auch verschiedene Sachen. Ne? Das ist schwierig. Also klar, wäre mega geil. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es durchaus umsetzbar. Vor allem wird es irgendwann mal notwendig sein. Ne? Wenn die auf jeden Fall. Wenn alles durchdigitalisiert ist, dann. Dann bist du sowieso mega. Callcenter kannst du auch vergessen. Weil das bist du sowas von überflüssig als Mensch. Ja. Aber dafür kann man sich dann auf andere Dinge konzentrieren. Genau. Und kann ja das machen, worauf er Bock hat. Die menschliche Spezies voranbringen. So, Ulrich schreibt noch, ich verkaufe im Moment auch Wohnungen bei was ausgereizter Miete und hohen Faktoren. Schönen Abend noch. Ja, so sauber. Die nächsten Workshops sind zeitlich nicht so weit entfernt. Noch so weit entfernt. Ah, noch so weit. Ja. Hä? Oktober, oder? Leipzig ist nächstes Mal im Oktober. Genau. Das sind 8 Wochen, Mann. So entspannt. Da bin ich weiß gar nicht, ich habe gestern gerade geguckt, weil mich gestern einer gefragt hatte. Warte, 5. Oktober, glaube ich, ne? Oder was war das? Ja, genau, 5. Oktober. Ah, schalte ich mir direkt mal. Workshop in Leipzig. Da bin ich nämlich auch mit dabei. Ja? Ja.
Geil. Referierst du? Kann ich machen. Nee, ich vlogge. Ach geil. Ich vlogge und wenn Leute... Mit mir? Mit euch allen. Achso, oder macht ihr wieder doppelt? Doppelt gemacht? Weiß ich noch gar nicht. Muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das buchungstechnisch aussieht. Na gut, machen wir. Gut, Leute. Ja, wir müssen halt, Patrick, wir müssen halt mal gucken. Ach geil. wir müssen halt mal gucken, dass wir mit dem Sommerloch, weil hier mit Ferien und so weiter, das ist halt, ich bin jetzt auch schon wieder in der Planung fürs nächste Jahr, mit den Terminen, das ist halt echt tricky, wie das mit den Ferien so aussieht. Weil ich kann ja nicht in Sommerferien einen Workshop machen, da kommt keine Sau. Die wollen ja alle hier... Merken wir jetzt schon. Ja, genau. Im Sommer hast du überhaupt keine Buchung. Da kann ich auch kaum Geschäfte machen, weil einfach nichts geht. Notare sind alle im Urlaub, Banker sind alle im Urlaub, was soll ich da machen? Kann ich auch eigentlich nur in den Urlaub fahren. Oh, wir haben übrigens vielleicht noch eine Frage. Wir haben einen neuen Namen hier. Jan Voss schreibt, ich habe eine Anlageimmobilie geerbt, die demnächst abgeschrieben ist und bereits voll abbezahlt. Ich tendiere nun dazu, wegen der Abschreibung diese zu verkaufen und die ist neu abgeschrieben? Zu bauen, sinnvoll. Alter Schwede, wie lange habt ihr denn im Stand? Die muss ja schon 40, 50 Jahre im Stand sein. Das ist crazy. Ja, er hat sie ja geerbt. Ja, ja, trotzdem. Kaum jemand hält Immobilien so lange. Aber gut. Vielleicht früher? Andere Strategie? Also, ja, klar, warum nicht? Wie ist das eigentlich, wenn du die geerbt hast? Ich überlege gerade. Musst du dann auch 10 Jahre warten? Nee, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Alexander ist richtig am Start hier. Was willst du haben und wo? 1971er Baujahr, von Opa selbst gebaut. Mein Gott! Vom Opa selbst gebaut. Ist das ein Einfamilienhaus? 70, 81, 91, 2001, 2011. Nein. Was? Was? Nein. Ich denke... MFH. Ach krass! Heftiger Opa. Mehrfamilienhaus. Alter. Ja, er Mehrfamilienhaus gebaut. Aber er hat es bestimmt nicht ganz alleine gebaut. 2021 ist es abgeschrieben. Krasse. Scheiße. Warum kommt es hier alles so? Wo ist es jetzt? Genau. Ja, jetzt eben hattest du zuerst die Sachen. Her damit. Aber wo steht, steht das? Du hast das ausgerechnet. Okay. Was habe ich ausgerechnet? Du hast jetzt 2021 hast du ausgerechnet. Ja? Ja, aber ich dachte, wo steht das? 50 Jahre. Ja. 2 Jahre hast du noch Zeit. Sag mal, wo ist das? Ich glaube, das Nein meinte er auf die 10 Jahre. Bezogen. 10 Jahre Spekulationsfrist. Also wenn es geerbt ist. Ja. Yeah. Nee, natürlich nicht. Logisch nicht. Ja, deswegen frage ich. Ich weiß es nicht. Nein, nein. Her damit. Hamburg. Ja, Digga, Jackpot. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Weg damit. Also, ist immer die Frage, wo steht, aber wir kennen uns schon so lange, Jan. Also, Mehrfamilienhaus in Hamburg, das könnte ich schlimmer treffen. Ja? Also dann, da würde ich mal gucken, was da so geht. Ne? Vielleicht noch mal ein bisschen durchoptimieren und dann geht's los. Oh, was war das denn? Oder? Was denn? Wir hatten hier irgendwie einen kurzen... Strömungsabriss, oder was? Ja, von 10 Minuten. Kann das was? Sein? Kann nicht sein, hier kommen ja Kommentare. Ja, ja, seltsam. Vor allem, ich hör die ganze Zeit, dass wir live sind. Ja. Das ist also, Jan, das würde mich mal interessieren, wenn du es verkaufst oder wenn du damit was tust, da würde ich mich freuen, wenn du mir Bescheid sagst, was da passiert ist. Das würde mich echt interessieren. Rein aus Neugier. Ja. Wie viele Quadratmeter sind das? Ist immer schwierig, so eine Unterhaltung zu führen. Eine redet, eine muss schreiben. Also ich habe ja schon was im Sinn. Also was denn? Ich würde ja gerne sowas bauen, so eine Art Call-In-Show. Call-In? Ja, Call-In. Mit der SIM-Karte, habe ich doch schon mal erzählt. Nein, nicht mit SIM-Karte, übers Internet, so ganz einfach. Skype, dass wir sagen, Spiel. Dass wir sagen können... Skype wir, oder so, das ist alles... Alter, 700, wo steht das in Hamburg? Das ist die letzte Frage, weil dann bin ich happy. Ich dachte, wir beantworten die Frage.
Soll ich mal kurz gucken? Soll ich mal. Warte, die Zeit nehme ich mir jetzt nochmal. Warte mal, ich hole mal kurz meinen Rechner. Blende mal eine Werbeschleife ein. Ja, da habe ich jetzt leider nichts vorbereitet. Da muss ja, ist egal. Warte. Fall muss ich mal machen. In Eimsbüttel. Ja, bitte. Ja, bitte, sag mal. Achso, ihr hört den ja sowieso. Ist ja auch. Warte. Funk. Leute, wieso riecht es denn hier eigentlich verbrannt? Irgendwie riecht es da verbrannt. Eimsbüttel, Leute. Ganz ehrlich, Mann. Hau das Ding weg und hol dir irgendwelche Standorte, die nicht voll durchentwickelt sind. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal hier eben. Die Zeit von uns. Ah. Mal. Was denn? Das hat, die Kurve hat sich hier wieder normalisiert. Die Kurve hat sich normalisiert. Achso, du weißt schon, was es wert ist. Achso, schade. Oh Mann. Ich wollte mal gucken, was da so geht. Ein Spürtel. Ich glaube, da wird eigentlich gar nichts verkauft. So. Ein Spürtel. Das ist natürlich crazy. Ein Spittel, ey. So, Mehrfamilienhaus, zack, bumm. Ab. Wie viel Quadratmeter? 600. Gucken, was da so abgeht. Jan schreibt gerade so: bei 5500 pro Quadratmeter kannst du da landen. Ja. Das ist ordentlich. Amtlich. So, gucken wir mal eben kurz. Was geht hier ab? Kommt hier eine? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird draußen. So. Mal gucken, was wir hier haben. Ich gucke jetzt nur nach Mehrfamilienhäusern, ne? Weil ich kann auch nach Wohnung gucken, aber Mehrfamilienhäusern ist ja nochmal ein bisschen was anderes. So, ist wahrscheinlich nicht so viel los. Achso, so viel ist das gar nicht. So, was haben wir hier? Wie viel Quadratmeterpreis hier? Ja gut, hier ist nicht so viel los. Baujahr 58, wurde was gehandelt für 3600 auf dem Meter. 868 Quadratmeter, 658 Quadratmeter für 3100. Dann haben wir noch Sachen für diesen, gut, das ist Altbau hier, ne? 765 für 4400. Dann haben wir noch 1905er Baujahr, 5400. Ja. Ist mal so, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Schlechteste, was du da geappt hast. Aber ist ja gut, ist ja klar. Ist immer Hamburg, krasse Lage, Mehrfamilienhaus. Ist auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob der Alexander oder Jürgen das jetzt. Ja, es ist natürlich hier schön 2-3 Millionen. Julian schreibt, welche Portale nutzt du eigentlich, um eine Immobilie beim Ankauf zu bewerten? Homeday, ImmoScout oder spezielle Tools oder Portale? Warte, sieht man es? Moment, ich habe jetzt gerade das andere Tool auf. Ja, man sieht es, schön scharf, sehr schön. Geomap. Das geilste Tool aller Zeiten. Homeday, finde ich schwierig, ist... Ja, weiß ich gar nicht. Hab ich mir mal angeguckt, war irgendwie nicht so zielführend. Homeday ist auch diese eine Werbung, ne? Mit den, ja, Homeday ist eigentlich eine Maklerplattform. Provisionsschmerz. Was? Wo ich dir erzählt habe, mit den, die Werbe, ich meine, das war Homeday, ich weiß nicht mehr. Homeday ist halt so eine Maklerplattform, ne? Da kannst du halt, so deine Leads ankaufen als Makler. Kannst sie auch anbinden als Makler und auch anstellen lassen als Makler. Die sammeln halt Verkäuferkontakte ein. Ne? Das andere ist halt richtig, ich sag mal jetzt nicht richtig krass Bewertung, aber ich sag mal so, kann ich mir alles angucken. Ne? So hier Angebotsdauer, kann mir Tabellen exportieren. Also jetzt zum Beispiel, habe ich das schon wieder zugemacht? Scheiße, habe ich das schon wieder gelöscht. Ne? Warte mal, ich mache das mal auf. Kann ich hier zum Beispiel sehen. Das kann man aber nur in der Premium-Version. Hier, Alexander fragt, ob ihm wer Millionen leihen kann. Was denn? Eine Million leihen? Millionen. Julian, so, kann ich hier zum Beispiel. Ich habe gerade YouTube abgestürzt, habe nur noch Geomap gehört. Dann warst du weg. Jetzt wegen uns oder wegen ihm? Also, ich höre uns die ganze Zeit. Na?
Also Geomap ist das geilste Tool. Geomap ist ein gutes Tool. Da kann ich jetzt zum Beispiel sehen. Ich zeige das auch immer in den Videos. Oh, warte mal. So. Da kann ich hier sehen. Ich kann auf der Kamera nichts sehen. Da kann ich hier sehen, welche Objekte. Ich sehe es aber nicht, weil der Bildschirm so klein ist. Welche Objekte, welches Baujahr, wie lange inseriert. Welche, hier sehen wir jetzt die Ausstattungsmerkmale: Balkon, Tiefgarage, vermietet, Denkmalschutz und so weiter. Wie lange online, wann inseriert, ob noch online. Das ist eigentlich eine coole Sache, weil da kann ich dann auch mal sehen, wenn jetzt zum Beispiel Sachen irgendwie 400 Tage online sind, da ist irgendwas am Preis auf jeden Fall ganz komisch. Oder halt am Objekt ist das ganz komisch. Das ist halt immer so, da kann ich halt mal reingucken, da kann ich dann auch rechtzeitig, also relativ gut sehen, was ist so der Preis, wo Sachen weggehen und was ist cool. Das Gleiche geht natürlich auch für Vermietung, ne? Und abgesehen davon, dass wir mit der Vermietung meistens weit über dem liegen, was da normal erzielt wird. Gut, Leute. Daniel schreibt, das Tool ist mega krass, best ever. Daniel, unser Daniel? Ja, der Daniel ist wieder da. Ja. Oder immer noch. So halb. Okay. Gut, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zum Live. Hast du schon eine Uhrzeit im Kopf? Warte. Selbe Stelle, selbe Welle, oder was? Warte mal. Ja, ich denke mal, je früher wir es ankündigen, desto... 20 Uhr. 20 Uhr, Mittwoch 20 Uhr. Dann setze ich das morgen direkt mal an, wa? Mach mal. Direkt ich habe noch 18 bis 19 habe ich noch, gucke mir noch eine Wohnung an. Und danach bin ich wieder hier. Na, gut. Dann, so viel dazu. Wir sehen uns nächste Woche. Julian hat noch übrigens was geschrieben, habe in den anderen Videos von dir bezüglich Finanzierung auch eine Übersicht von Banken gesehen. Muss auch Alter, dieses Video ist so mega alt. Das ist eine normale Finanzierungsplattform, die sieht auch mittlerweile schon nicht mehr so aus. Finanzierungsplattform ist immer das Problem, dass du hast keine Feinkondition, sondern Standardkondition. Und da bist du, wenn du jetzt eine gute Bonität hast, bist du mit feinen Konditionen besser bedient, als wenn du eine schlechte Bonität hast. Weil derjenige, der eine gute Bonität hat, kriegt auch die Standardkondition. Hingegen würde er bei einer normalen, wenn du dann zu der Bank, also jetzt beispielsweise Deutsche Bank, das hatte mir da mal jemand gesagt, und die haben halt auf der Plattform andere Konditionen, zum Beispiel jetzt 2,2% für eine 100% Finanzierung, 10 Jahre Zinsbindung. Und wenn du jetzt zur Bank hingehst, würdest du 1,7 kriegen oder 1,8. So. Weil die halt pauschal alle Bonitäten über einen Kamm scheren. Da kriegst du die Feinkondition halt nicht. Und deswegen ist Plattform gepaart auch mit den langen Bearbeitungszeiten meistens schwierig, gerade wenn es irgendwie um geile Deals geht, die schnell abgewickelt werden müssen. Ja, also das Video, was ich da mal gemacht habe mit der Finanzierung, das ist schon so alles richtig, wie ich das gesagt habe, aber die Bearbeitungszeiten sind halt sehr lang. Also ich zum Beispiel, wenn ich eine normale Finanzierung einreiche bei der Deutschen Bank, bei meiner Ansprechpartnerin, habe ich morgen die Zusage, wenn alle Unterlagen da sind. So, das geht. Auch bei den Videos mal so schwarz-weiß haben wir es mal. Es war einmal. Vor dem Krieg noch. Wenn ich halt die bei der Plattform einreiche, dann geht das bei der Plattform zu einer Clearingstelle. Die guckt halt, ob alle Bankenanforderungen von der speziellen Bank, die ich anfrage, vorhanden sind. Dann schickt die das an die Bank raus und dann kann es aber auch noch sein, also das kann zum Beispiel, jetzt gerade in Urlaubszeiten kann das mal 1-2 Wochen dauern, dann schicken die es an die Bank raus, wenn die jetzt alle Unterlagen haben und keine Rückfragen haben. Und dann kann es auch nochmal sein, dass dann von der Bank, die dann angefragt wurde, auch nochmal Rückfragen kommen. Und jedes Mal ist halt hier stille Post und es kann tatsächlich mal, also das Krasse, was ich erlebt habe, waren mal so 6 Wochen, bis dann eine Absage kam. So, und das ist natürlich, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ja, das ist halt, deswegen... Plattform ist manchmal echt schwierig. Ne? Da soll man lieber einen guten Draht in die Bank rein haben. Gut. Da hast du auch echt das älteste Video reingezogen, ey. Aber gut. Ja, alles klar. Darf ich sagen, jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch, 20 Uhr. Selbe Stelle, selbe Welle. Genau. Adios. Adios.